Lesen wir doch etwas aus der Spielanleitung. Für jeden Spukstaben, der ins Spiel kommt, muss sofort die Spukkraft festgelegt werden. Dazu stellt ihr einen Spukstein auf das Feld der Spukkraftleiste, das eurer Personenzahl entspricht. Oha! Liebe Spielefreunde, geht es euch auch so, dass so Spiele wie zum Beispiel Scrabble, bei denen aus Buchstaben, die auf dem Tisch liegen, bestimmte Wortkombinationen gemacht werden sollen, um möglichst viele Punkte zu erzielen, vielleicht nicht doch die Spiele sind, die man so mag? So geht es wenigstens mir. Jetzt hat der NSV-Verlag ein neues Spiel herausgebracht. Spukstaben, ein kooperatives Buchstabenspiel, für 1 bis 4 Spieler, Spielzeit ca. 20 Minuten und ab 10 Jahre. Und der Autor ist Moritz Dressler. Ich stelle euch das Spiel jetzt vor und zeige euch, wie es sein kann, ein kooperatives Spiel mit Buchstaben zu machen. Und was noch viel wichtiger ist, wie die Buchstaben durch Wörter verzaubert werden. Viel Spaß damit! Dies ist die Grundaufstellung des Spiels Spukstaben. Von einem Buchstabenstapel werden Karten unterhalb verschiedener Räume gelegt. Hier werden 3, dann 2, dann eine Karte gelegt. Auf die Karte kommt dann ein Spielstein, je nach entsprechend der Spieleranzahl. Also bei 2 Spielern würde hier drauf gelegt, bei 3 Spielern dann da und bei 4 Spielern dort. Die Karten und das Ziel des Spiels ist es, diese Buchstaben zu verzaubern. Das heißt, immer wenn ein Buchstabe verzaubert wurde, wandert der Stein um ein Feld nach unten. Wandert der Stein dann nach draußen, das heißt, der Buchstabe wurde komplett verzaubert, verschwindet der Buchstabe vom Spielfeld und damit hat man weniger Buchstaben zu erfüllen. Jeder Spieler hat hier einen Spieleblock, das ist auf 10 Runden limitiert, also das Spiel geht über 10 Runden. Und in der ersten Runde schreibt jeder Spieler ein Wort auf, ein gültiges Wort. Und danach wird derjenige, der das kürzeste Wort hat, liest zuerst vor und dann nach Reihenfolge die anderen Spieler ihre Wörter. Ziel des Spiels ist es, Buchstaben, die in dem Wort, was man aufgeschrieben hat, auf dem Spielplan vorkommen und dann entsprechend diese Spielsteine nach unten versetzt werden können. Dabei ist zu beachten, dass jeder Buchstabe nur einmal verzaubert werden kann. Habe ich also in meinem Wort zum Beispiel 3 Bs drin, dann könnte ich, wenn ich mein Wort vorlese, den Buchstaben B allerdings nur um ein Feld nach unten ziehen. Es wird also nicht um 3 Felder nach unten gezogen. 1, verkehrt rum. 2, verkehrt rum. 3, der kommt gleich hier hin. So, dann 2. Der kommt sowieso dahin. 2, oh, nicht den CH. Ah ja. Und dann noch eine. Der muss aber dahin. Der muss dahin. Genau. So, Steinchen drauflege für 2 Spieler. 2, um das A müssen wir uns kümmern. 1, 2, 3, genau. Das E auch. A und E müssen wir. Das N auch hier. Auch 4-mal. Ja. ST. Okay. Prima. Okay. So, jetzt mal überlegen. Also eine sollte das E und eine sollte das A nehmen, mehr oder weniger. Und wenn wir es beide haben, ist auch gut. Das war aber optimal, genau. So, wir haben leider nur 30 Sekunden Zeit. Mhm. Wollen wir loslegen? Ja. Gut. Ich habe was? Ich habe Stachel. Ich habe Stapeln. Stapeln? Ja. Okay, ich habe 7 Buchstaben und du? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch, okay. Dann fang du an. Gut, also ST, 1 ja. Nach unten. A, 1 nach unten. C, 1 nach unten. Ah, nicht in CH, Entschuldigung, ich muss es lassen. Mhm. E. Und L. Tut mir leid, habe ich nicht aufgepasst. So, ich habe ST. Das ist dann weg. Das ist dann weg. Dann habe ich A. P ist nix. E.
L und N. Gut, zwei sind verhaftet. So, jetzt zeigt uns der Block, wir müssen zwei Stück dazulegen. Achso, jetzt müssen wir erstmal verrücken. Eins. So, zwei Stück dazulegen. Nicht Schule, also SCH. Und maximal sechs, okay. Nachdem in der ersten Runde alle Spieler ihre Buchstaben entsprechend genannt haben und Buchstabenkarten verzaubert haben, geht es zur zweiten Runde. Jetzt wird hier geschaut, unterhalb jeder Leiste steht bei einer bestimmten Spielanzahl, wie viele Buchstaben dazukommen. Also in unserem Beispiel für zwei Spieler kämen jetzt zwei Buchstabenkarten dazu. Dazu werden alle noch vorliegenden Buchstaben ein Feld nach rechts gerückt und dann kommen zwei weitere Buchstaben vom Kartenstapel dazu. Und dann gilt es weiter, die Buchstaben entsprechend aufzulösen. Ziel des Spiels ist es, die Buchstaben so schnell zu verzaubern, dass keine Buchstabe nach einem Ende einer Runde nach draußen geschoben werden kann, weil das ist dann quasi Minuspunkte, weil umso mehr Buchstaben man nicht erfüllt, umso schlechter ist es. Man sollte also versuchen, immer alle Buchstaben, die durch die neue Runde und das Verrücken halt nach außen geschoben werden, zu erfüllen. Es gibt verschiedene Buchstabenkarten, auch einige Buchstabenkarten mit bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel hier, das CH darf nicht in einem Wort vorkommen, wo SCH steht. Dann gibt es Buchstabenkarten, die verweisen dann direkt auf einen bestimmten Raum. Das heißt also, würde sie normalerweise hier als neue Karte ausgelegt in einer Runde, wird sie sofort in diese Reihe weitergelegt. Dann gibt es Buchstabenkarten, da steht drauf maximal Länge 6. Das heißt also, das darf nur in einem Buchstaben, in einem Wort vorkommen, was höchstens 6 Buchstaben hat. Und dann gibt es noch solche Karten. Das heißt, die bringen gleich ihren Geisterfreund mit. Das heißt, es wird eine weitere Buchstabenkarte aufgedeckt, zusätzlich zu den Karten, die normal schon aufgedeckt werden. So spielen die Spieler 9 Runden und in der 10. Runde ist es etwas anders wie in den vorangegangenen Runden. In der 10. Spielrunde wird ein gemeinsames Machtwort gesucht. Dazu haben alle Spieler gemeinsam 1 Minute Zeit durch die Sanduhr und entscheiden sich für ein Wort. Dieses Wort wird notiert und dann wird nachgeschaut, welche Buchstaben der noch ausliegenden Karten in diesem Wort vorkommen. Hier ist nur die eine Besonderheit. Kommt ein Buchstaben vor, zum Beispiel hier in dem Beispiel das D, dann wird die ganze Karte sofort verzaubert. Also es ist nicht mehr notwendig, dann noch einzelne Stufen zu erreichen, sondern der Buchstabe ist dann auch erledigt. Und so versucht man, möglichst viele Buchstaben vom Spielbrett verschwinden zu lassen. Die Spieler haben immer gemeinsam 15 Siegpunkte vorneweg. Davon werden dann die Karten, die nicht aufgelöst wurden, als Minuskarten abgezogen. Und in einer kleinen Tabelle kann man dann sehen, was für ein Ergebnis man hatte. Von 0 bis 5 Punkte wird es Wortverschwendung genannt. Bei 16 und mehr Punkten wird es Wortmagie genannt. 16 und mehr Punkte kann man dadurch bekommen, dass man zum Anfang sich entscheidet, einige Spuksteine, die auf die Felder gelegt werden, nicht mit ins Spiel aufzunehmen, also diese zu reduzieren. Jeder so reduzierte Spukstein bringt auch nochmal einen zusätzlichen Bonuspunkt. Macht aber die Sache auch dadurch wesentlich schwerer, denn wird eine Karte aufgedeckt und man hat keinen Spukstein mehr zur Verfügung, um den Spukstein draufzulegen, wird die Karte einfach direkt auf die Ablage als nicht erfüllte Buchstabenkarte gelegt. Hier ist es also wichtig, noch schneller die Buchstaben aufzulösen, um möglichst viel Platz zu haben für neue Karten. Gut, dann kommen wir zum Endding. Das heißt, jetzt müssen wir halt versuchen, alles da, kommt ja auch nichts mehr dazu, alles einzusetzen, ja. Das können wir gemeinsam besprechen quasi. Küste. Das Ü wird als U gewertet. Küste. Ja. Dann haben wir alle 4 erledigt. Ja, klasse. Genau.
Also, das Spiel Spukstaben vom NSV Verlag hat uns wirklich super, super gut gefallen. Es macht unglaublich viel Spaß, ist auch unglaublich spannend und auch sehr herausfordernd. Für Spieler, die ein bisschen Probleme haben mit Buchstaben zusammenlegen in Wörtern, ist es so, dass bei diesem Spiel eine gewisse Erleichterung eintritt, weil theoretisch kann er auch versuchen, einfach ein möglichst langes Wort auf seinem Block zu notieren und im Nachhinein zu hoffen, die richtigen Buchstaben getroffen zu haben. Das ist ja meistens dann auch der Fall, dass man zumindest eins oder zwei Buchstaben trifft. Es ist aber so, es ist ja ein kooperatives Spiel und so versuchen möglichst alle Spieler natürlich die Buchstaben zu verzaubern, um sie dann auch von der Spielfläche verschwinden zu lassen. Gleiche Wörter zum Beispiel bei diesem Spiel müssen gestrichen werden, haben zwei Spieler also dieselbe Idee gehabt, das gleiche Wort zu notieren, dann wird eines dieser Wörter halt gestrichen. Das ist nochmal eine Erschwerung zusätzlich. Und es gibt noch ein paar andere Regeln, die aber ausführlich in der wirklich sehr, sehr guten Spielanleitung von Spukstaben ausgeführt sind. Ja, das Spiel ist top, macht sehr viel Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen und ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr alle gesund bleibt. Also bis dann, tschüss.